So, hallo, hier sind wir wieder. Hallo. Andi und Sabine in Andis Kinderzimmer. Und jetzt geht's konkret los. Wir haben eine Geschichte. Ja, wir haben eine Geschichte aus der Bibel. Die habe ich ausgesucht und mir ist die Auswahl überhaupt nicht schwer gefallen. Ich schreibe mit, was wir zu tun haben. Jawohl. Ich habe eine Geschichte ausgesucht, die gehört zu meinen Lieblingsgeschichten der Bibel. Die engsten Freunde von Jesus haben wirklich was Krasses mit Jesus erlebt. Okay, wir sind gespannt. Ja, ihr könnt gespannt sein. Und zwar geht es um einen Sturm auf dem See. Wir finden diese Begebenheit dreimal in der Bibel. Und ich habe sie jetzt ausgewählt in dem biblischen Buch Markus. Im Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Markus hat uns da aufgeschrieben, was geschehen ist. Nochmal kurz die Stelle. Markus 4, die Verse 35 bis 41. Hier eine kleine Zwischeninfo. Im Video unten gibt es eine Videobeschreibung. Und da werden wir einen Link erstellen, wo ihr diese Bibelstelle auf Bibleserver findet. Ich will euch kurz erklären, was der grobe Inhalt von diesem Bibeltext ist. Es ist Abend, Jesus und seine engsten Freunde, die Jünger, die sind zusammen und um sie herum viele Menschen. Dann sagt Jesus, hey Leute, komm, wir fahren auf die andere Seite vom See. Jesus steigt schon mal ins Boot. Die engsten Freunde von Jesus sagen zu all den anderen Leuten, okay, ihr könnt jetzt nach Hause gehen. Steigen auch ins Boot, sie fahren los, ein paar andere Boote machen sich mit ihnen auf den Weg über den See. Und dann kommt erst ein Wind. Und der Wind wird immer stärker, der wird zum Sturm. Der See, ihr könnt es euch vorstellen, wird aufgepeitscht, die Wellen immer höher, Wasser kommt ins Boot, immer mehr Wasser kommt ins Boot. Und wisst ihr, was Jesus macht? Jesus schläft. Sein Kopf auf einem Kissen, er schläft. Und die Jünger haben Angst, richtig große Angst. Und die halten es irgendwann nicht mehr aus, schütteln Jesus wahrscheinlich und sagen, hey Jesus, wach doch auf, siehst du und merkst du nicht, was hier los ist? Jesus wacht auf, stellt sich auf, sagt, schweige und spricht damit den Sturm an und die Wellen und den Wind. Und dann wird alles ruhig. Alles wird wieder ruhig. Die Jünger können nicht fassen, was sie erlebt haben. Jesus sagt zu ihnen, warum seid ihr denn so ängstlich? Und die Jünger sind noch total erschrocken und denken, hey, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, der mit uns im Boot ist, der sogar den Wind und die Wellen beruhigen kann, dass alles wieder still wird? Das ist der grobe Bibeltext. Ihr könnt ihn genau nachlesen oder ihr könnt ihn euch noch vorlesen lassen, vielleicht auch ein paar Mal vorlesen lassen. In unserem ersten Video haben wir ja schon erklärt, welche Materialien du verwenden kannst. Legosteine, Playmobil, Papier. Guck einfach, wie du kreativ werden kannst, um diesen Bibelabschnitt echt einfach in deinem Kinderzimmer lebendig werden zu lassen. Unser Vorschlag wäre, oder unsere Bitte, schicke deine Bilder bis zum Dienstag, 24. März. Wie? Dienstag, 24. März. Ja, an die Mailadresse, die du kennst und die wir jetzt unten nochmal einblenden. Jawohl. andis-kinderzimmer@gmx.de. Und jetzt noch was ganz anderes. Sabine, hier vorne. Wir haben die zwei noch gar nicht vorgestellt. Ach so, ja stimmt, das haben wir ganz vergessen. Schon im ersten Video habt ihr unsere zwei kleinen Freundinnen gesehen. Darf ich vorstellen, Elfriede und Lissy. Oho, ganz einfach zu merken, die weiße Lissy und die gelbe Elfriede, ganz logisch, ist doch klar. Also, wir freuen uns, wenn ihr teilnehmt und noch einen kleinen Tipp. Abonniert unseren Kanal Andis Kinderzimmer und ganz wichtig, auch die kleine Glocke aktivieren und dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video auf unseren Kanal stellen.
Und lasst uns nicht vergessen, was die Bibel sagt. Jesus ist gestern, heute und in Ewigkeit dasselbe. Das gilt auch für den heutigen Tag. Okay, dann macht's gut. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Ich bin wieder hier am Gucken und...